So. Bergauf rennt man also langsamer. Gilt das auch für Zombies eigentlich? Wahrscheinlich nicht. Erik rechnet immer erstmal mit dem Schlimmsten so spielen. Ja, gut, du hast recht. Wie viel Fleisch hat die Wildsau eigentlich gegeben? War das gut? Gute Ausbeute, oder? Also ich habe 26 so. Fleisch, aber da war noch bestimmt ein Häschen mit dabei, glaube ich. Okay. So, hab das Gefühl, ich bin überladener, weil ich ja ständig Müll finde. Oh, hier ist eine Eisenflöz. Geil. Aber noch nicht abbauen, ne? Sei nicht so dumm wie ich. Nee, noch nicht, weil darunter ist meistens Eisen. Die markieren das ja irgendwie. Okay. So. Ich habe ja so ein Insekt auf dem Bildschirm. Das nervt mich ein bisschen. Weil ich immer denke, da bewegt sich gerade ein Huhn oder sowas. Aber das ist einfach nur der Schatten vom Insekt. Ja, da vorne rennt ein Huhn. Ich dachte, du meinst wieder mich. Okay. Nee, da rennt wirklich ein Huhn. Okay, genau gut. Na gut. Und ein fetter Elefant, so. Aber holen wir das Huhn. Trö. Was ist denn mit Tee? Ach, Teerezepte sehe ich hier nicht, weil das Crafting ist, ne? Ich sehe das, ich krieg das scheiß Huhn nicht. Ist zu schnell. Ich bin überladen. Ist doch zum Kotzen. Ah, ich hab das Huhn, geil. Chrysantheme und gekochtes Wasser. Okay, können wir also doch schon machen. Brauche ich kein Rezept für. Möchtest du mal ein Teechen aufgießen? Ja, ich würde gerne Chrysantheme machen, ne? Tame? Ja, Chrysantheme-Tag. Da mach ich mal. So, hier ist wieder. Lass mal wieder zurück. Alles klar. Bist du schon zu Hause? Nee, 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 nee. Erstmal bei der Videotheke hier. Bei dem Ausstatter. Ich freue mich schon mal über den Abbau und die ganzen Regale und alles da drin wegnehmen und das Schild vorne. Ah, es wird ein großer Tag. Nur wird das Ding einfach zugemacht, ne? Ich meine, wenn er seine Miete nicht mehr bezahlt, seine Steuern nicht, seine Vorauszahlungen, nix. Richtig. Muss er halt weichen, das ist leider so. Da kann der Laden auch gleich verrotten, weißt du? Ja. Und das muss ja, das muss ja nun nicht sein. So, also ich bin auf dem Weg nach Hause, ich weiß, was du gerade machst. Mhm. Es ist 10 Uhr, wir könnten auch in die Stadt schaffen. Das könnten wir tun. So, mal ein bisschen den. Oh, unberührt. Oh, wie ich. Seit Jahren. So. Uff. Oh Gott, dann wäre so ein hässlicher Zombie. So, auch wieder unberührt. Weg damit. Unberührt, alles unberührt hier. Wieso schleichst du dich denn da hinten so rum? Ich hab keine Ausdauer. Ach so. Wo ist er? Wo ist er? Da hab ich was gehört. Bist du so orange, Alter? Ja, mir ist warm. Ich bin gerade gerannt die ganze Zeit. Ja, zieh doch mal deinen komischen Pulli aus. Nee, ich muss ja abschwitzen ein bisschen. Und auch bei dem Wetter. Guck doch mal. Die Sonne brennt einfach. Boah, ja, wie bei uns im Moment überall in Deutschland. Ja, jetzt geht's gerade. Echt, bei uns ist heute super schwül einfach nur. Echt, bei uns ist gerade dunkel. Hier ist Nacht. Ja, ja, bei uns auch. Aber bei uns ist trotzdem schwül. Vom Krieg, wir am Donnerstag schon wieder 39 Grad, habe ich gar keinen Bock. Nein. Ja, da haben wir Glück gehabt. Die Woche oder die 3 Tage, wo wir weg waren, da war Regen. Wie, was Regen? Was ist denn Regen? Gibt's das hier in Deutschland überhaupt noch? Ja, also da gab's welchen. Das war. Geil. Naja, schön war es jetzt nicht, aber mir war es egal. Hä, du bist an einem Vogelnest vorbeigelaufen. Was ist denn? Das war mitten war bestimmt schon dran, oder? Das war mitten an der Straße und unberührt. Ach, hier liegen auch noch welche. Hä? Hier liegt auch noch ein. Hä? Ach, da ist ein Reifen. Kann ich eigentlich. Okay, das geht. Kadaver kann man auch kaputt schlagen. Blutige Kadaver am Wegesrand, die geben Gammelfleisch. Ja, die machen ganz ekelhaftes Geräusch, wenn die kaputt gehen. Ja,
Ja, ja. In etwa so, als hätte man Diarrhoe. Oder als würde man bei Diablo 2 ein Nekro spielen. Ja, oder so. Genau das Gleiche. Oder so. Mit der Leichenexplosion. Ist genauso eklig. Ach, schön. Gute Zeit. Geiles Game. So. Hopp. Reifen nehme ich auch einfach mal mit. Ich mache die Straße so ein bisschen sauber. Ich weiß nicht warum. Oh. Okay. Haben wir Post? Hast du geguckt im Briefkasten? Ja, ist nichts da leider. Keine Post. Hat uns keiner geschrieben, schade. Nee. Naja. Früher war mehr Verlass. So. Erik, du hast hier was verloren, glaube ich. Na, jetzt bin ich mal. Entschuldigung. Das warum liegt das fauler Müll hier rum? Das bisschen Lepra, Tobi, ganz ehrlich, was soll das? Okay, was habe ich denn hier? Oh, Tobi. Du hast ja was verloren, glaube ich. Warum bist du denn jetzt so? Hä? Okay, Tobi, gut. Ich entschuldige mich, warte. Hey, Tobi. Du hast ja was verloren, glaube ich. Egal, unberührt? Wir sind schlecht. Oh, ein Fernseher. Den brauche ich gar nicht mehr. Geil, 8 XP, Tobi. Jetzt runterpullern einfach. So, puh. Okay, haben wir ein bisschen was? Wir wollten noch eine zweite Kiste bauen, ne? Aber hatten keine Nägel mehr, glaube ich, ne? Ja, da war ja noch was. Ja, ich habe auch keine gefunden unterwegs, tatsächlich. Du bist durstig. Das ist vielleicht korrekt. Vielleicht bin ich jetzt extra? Vielleicht ist meine Lebenseinstellung? Okay, weißt du was? Ich mache nochmal ein weiteres Lagerfeuer. Hier oben. Hm? Du bist gar nicht hier oben. Nee. Hä? Die Kiste habe ich ja wieder runtergenommen. Shit. Okay, ich bin neugierig. Geht das? Das Problem ist, da ist so ein schönes Licht. Ich will das gar nicht wegräumen. Das ist eine gute Idee. Huch! Was denn? Das Feuer sitzt oben drauf. Ja, ja. Ich wollte mal gucken, ob das eine gute Idee ist. Brennt das Haus dann? Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich hier vielleicht aufschlage, da drin das Ding wegnehme, aber ich weiß nicht, ob der Glow dann weg ist, weißt du? Ich will den würde ich halt ungern verlieren. Wahrscheinlich ist er dann weg, weil das Feuer brennt ja immer nur, wenn es an ist, ne? Ja. Genau das meine ich ja. Das Lagerfeuer, das ist schade, aber sieht cool aus. Lass es doch so. Passt schon. Ja, ich wollte es auch nicht nach unten machen, aber dann rennen wir halt auch nicht durch, wenn es da oben ist. Vielleicht können wir sogar noch drei Lagerfeuer machen. Ich glaube, das flackt auch nicht ab. Meine ich. Nee. Aber vielleicht, wenn Zombies oben drüber laufen, vielleicht kriegen die dann ja Burnage eventuell. Würde ich denen wünschen. Wenn das funktionieren würde, Tobi, dann würde ich den ganzen Wald roden und so einen Feuersteg machen, wo die einfach drüber laufen können. Boah, ja. Oh, das wäre voll geil. Das wäre geil. Können wir mal austesten. Ich würde auch selbst versuchen. Weißt du was? Ich mache mal selbst versuchen gerade. Ich guck mal oben, ob ich das Feuer finde.
Ja, ich kann mich ja mal hier hinstellen, dann siehst du meinen Namen. Muss eigentlich hier irgendwo sein. Ja, ich sehe deinen Namen leider nicht. Ah, okay. Es müsste auf jeden Fall hier sein. Ich glaube nicht, dass es geht. Nee. Wahrscheinlich nicht. Schade. Naja. Wir können auch noch ein paar Tests machen. In die Richtung. Ja, sollten wir auf jeden Fall. Würde mich echt interessieren. Aber vielleicht nicht mehr in der heutigen Folge. Ach du Scheiße. Hä? Willst du mich verarschen? Das ist doch wohl nicht ein fucking Ernst. Das ist wild, ja. Das kann doch nicht sein. Wieso geht das so schnell rüber alles? Ich weiß es. Vielleicht sollten wir bei 7 Days wirklich überlegen, ob wir nicht einfach Cuts machen. Vielleicht wirklich. Oh, warte. Ja. Entschuldigung. Gesundheit. Dankeschön. Oh, ich habe einen Eisenvorschlaghammer. Aha. Nice. Ist geil. Alter, den kannst du auch skillen, ne? Den kannst du auch skillen. Da kannst du Skills draufballern. Also, Boah, warte, 877? Okay. Nicht genug Ausdauer, der braucht ein bisschen. Also man kann die Sachen tatsächlich ja auch verbessern. Ne? Das wusste ich auch nicht. Habe ich ganz vergessen gehabt. Man kann Mods und sowas installieren. Ja, genau, genau. Ein paar Mods haben wir schon gefunden. Ja. Okay, der Hammer frisst unglaublich viel Ausdauer. Ja, das glaube ich. Der macht auch. Sieht aber geil aus. Der macht auch unglaublich viel Damage, aber Junge, mit einem Special-Schlag lutscht er dir deinen ganzen Lebenswillen raus. Wie eine Succubus. Nicht genug Ausdauer, nicht genug Ausdauer. Okay. Zwei Schläge noch. Moment. So. Prima. Aber ich glaube nicht. Sieht aber geil aus mit dem Ding. Ja, aber werde ich bestimmt nicht benutzen. Nee, kann ich verstehen. Wir müssen mehr Bacon und Eggs machen, ne? Ja, 6 Eier habe ich. Kann ich dir geben. Ich habe auch noch 24 Fleisch. Ich habe auch noch 3. Gerne, gerne. Also ich habe das Gefühl, man ist jetzt sehr viel damit beschäftigt, Nahrung zu machen irgendwie eher. Ja, ist wirklich so. Oh, ach, Antibiotika kann man hier machen aus. Ach, brauchen wir Rezepte. Okay. Speck mit Eiern. Wildbret und Ei. Hä? Aber ich habe doch alles. Warum ist das hier grau? 4, okay, ich kann nur 4 davon machen. Wieso kann ich das nicht kochen? Ach, weil der Kochtopf oben ist. Ah, alles klar, shit. Soll ich ihn holen? Ja, Kochtopf und vielleicht diesen Grill, den wir da oben drauf haben, wenn du unterwegs bist. Jo. Okay, super. Wasser haben wir wieder ein bisschen. Kann ich eins wieder direkt reintrinken. So. Dum 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 dum. Alter, warum sind die Folgen so lang, Tobi? Was ist da los? Ich weiß es nicht, aber wir machen auf der hier einfach 2. Weißt du was? Das machen wir. Ja. Das machen wir. Das für den Studio können wir auch noch mitnehmen. Übrigens, ne, Pro-Tipp, du arbeitest ja auch mit DaVinci, ne? Ich hab mich von dir überreden lassen, das mal auszuprobieren und bin jetzt auch umgestiegen von Premiere auf DaVinci. Ja. Und ich habe vermisst, dass man eine halbe Stunde abmessen kann. Oh, danke dir. Okay. Und, ne, für halbe Stunde Folgen, so generell. Mhm. Weißt du, wie ich das jetzt mache? Mhm. Ich habe eine Leeraufnahme mit Schwarzbild gemacht, die exakt auf eine halbe Stunde runtergeschnitten und die habe ich jetzt einfach immer in einer Datei eingelesen und kann damit auf der zweiten Videospur immer genau 30 Minuten abmessen. Wie so ein Zentimetermaß. Ach, das ist auch nicht schlecht. Ne? Alter, du Fuchs. Ja, billiger geht's nicht, Tobi. Billiger geht's nicht. Krasser Dude, ey. So, wupp. Und jetzt. Aber ganz ehrlich, dafür, dass DaVinci umsonst ist, ist das schon echt krass. Also dafür, dass es halt auch Open Source in so einer Geschichte ist, ist schon krass. Ja, das auf jeden Fall. Hä? Du verfügst nicht über die erforderlichen Rohstoffe? Hä? Ach, jetzt geht's. Okay. Weird. Ich muss noch mal zu und aufmachen. Also DaVinci auf jeden Fall super geil. Bin ja sehr happy damit. Und ich find's besser als Adobe halt, ne?
Ja, ja, vor allem ist es wirkt irgendwie performanter. Du lädst die Videodateien rein, der lädt die im Hintergrund, aber du kannst es schon schneiden. Also das ja. ist halt schon krass. Ja, ja, auf jeden Fall. Bei Premiere Pro lädst du halt so eine 10-Stunden-Datei rein und dann erstmal so, oh, ich geh erstmal Kaffee trinken, Mittagessen und drei Kinder zeugen. Verarbeite Audiodateien. Ja. Und mit Glück hat er sie eingelesen, was nicht immer der Fall ist. Nee, dann sind sie rot. Ja, ja, das ist natürlich das Beste. Wenn du geschnitten hast, schmeißt es alles rein in den Audio-Encoder da, den Media-Encoder, ja. und plötzlich hast du halt dann teilweise Rotbild einfach mittendrin. Ja, so Media-Error, so ein Scheiß, keine Ahnung. Ja, genau, genau. Ein Traum. Wer kennt es nicht? Da kotzt mich halt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen an, muss ich sagen, dass du da dort Sachen nicht mehr richtig kaufen kannst, sondern immer nur diese Cloud und dann 50 Euro im Monat, das ist schon heftig. Mhm. Also rechne das mal auf 5 Jahre, ist das halt schon wow. Also ist für den Anfang auf jeden Fall günstiger, da ist es halt praktisch. Ne? Also gerade wenn du dir keine Vollversion leisten kannst, für ich weiß gar nicht, was die Adobe-Sachen inzwischen alles kosten, da kriegst du mit Fufi halt schon mal alles. So, aber irgendwann geht's halt doch ins Geld. Oh. Ja. Oh Mist, so. Oh, wir haben Adobe beleidigt, Tobi. Oh. Oh. Nein, nein, das ist das Beste. Kauft mehr Adobe-Produkte. Nutzt den Ref-Link in der Videobeschreibung. Ach, es ist erst 12 Uhr. Ich dachte schon wieder Nacht. Nee, Junge, was für ein Scheißwetter das hier immer ist. Mann, Mann, Mann. Kannst du keinem erzählen. Ich glaube, dass die Eier tatsächlich nicht respawnen, ne? Ich glaube schon. Also auf dem Weg hierher waren erstaunlich viele Sachen oder Nester wieder gefüllt, ne? Ich meine, es wäre ja sinnvoll. Die Vöglein da öfters mal ihr Ei reinkacken. Ja, vor allem ist es sinnvoll, weil andere Nahrungsquellen sind hier erstmal schwierig. Ja. Naja, okay. Achso, wir machen ja noch ein bisschen. Stimmt ja. Ich würde gerne eine zweite Kiste machen. Haben wir noch. Hatten wir oben Nägel in der Kiste? Weißt du das noch? Nein. Keine Nägel mehr. Also wir haben... Ich habe 5 Nägel gefunden, Erik. Ist das geil, oder? Hä? Das ist nice. In dem verdorbenen Kackmüll, der da im Busch liegt. Wie der sich gerade die Sachen hier zurecht cheatet. Hä, was war das denn? Slash? Achso. Verstehe ich nicht. Oh, okay, die Zombies können... Also Zombies könnten dann hier natürlich auch noch runter, wir könnten aber auch hoch. Ach, die Schlafsäcke sind ja auch noch oben. Ich geh mal, weißt du was? Geh mal alles holen, gell? Ja, ich komm mal mit. Mein Schlafsack muss ich ja eh selber legen. Oh. Hä, was war das? So eine Scheiße. Bin ich gerade gegen die Wand geflogen? So, aber das gibt's doch nicht. Ich hab's doch gerade eben noch geschafft. Ich geh mal außen rum. Sag mal, höre ich draußen zufällig gerade einen Zombie? Oder bist du das? Hörst du mich gerne? Hörst du mich gerne? Bist du es? Bist du es, Tobias? Ah, okay, er ist es. So, Maispflanze. Oh, die Maispflanze ist fertig. Cool. Soll ich die jetzt einfach mit der Axt einfach oder einfach wegboxen? Ich boxe die mal weg. Ich glaube aber wegboxen, ja. Das müsste hinkommen. Geil, die gibt 2 Mais. Farming ist richtig scheiße geworden. Oh, Junge, ist Farming jetzt scheiße. Und diese Felder sind endlos teuer. Diese Blöcke. Ja, musst du die dann auch noch irgendwie düngen? Oder wenn du die einmal gebaut hast, dann bleiben die für immer so, wie sie sind? Naja, du musst ja alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Du musst ja. Oh, warte mal. Hammer? Ja. Du musst ja. Du hast deinen Schlafsack vergessen, ne? Ja, ich pack hier gerade ein bisschen was aus der Kiste mit rein. Ja, ich hab auch was mit. Aus der anderen Kiste. Was wollte ich gerade sagen? Wozu habe ich mich gerade wieder fachmännisch geäußert? Warte. So, Farming. Ah ja, du musst ja jedes einzelne von diesen Feldern jetzt einzeln bauen. Und dadurch wird das alles sehr teuer, weil du brauchst für jedes halt 25 Nitrat, dieses Gammelfleisch und ich weiß nicht, was das andere noch war.
Ich meine, okay, das ist okay, dass man das bauen muss, dass es eingezäunt sein muss, dass es halt in so einem Viereck drin ist. Okay, verstehe ich. Aber warum dann nicht wenigstens wie bei Raft, wo drei Sachen reingehen und nicht nur eine? Tja. Also es ist halt mega low. Das fand ich damals viel besser. Finde ich ein Downgrade, was die da gemacht haben. Ja, ist schon arg hart, ne? Also ja. Von du hast super viel fressen bis hin zu gar nichts mehr ist schon heavy. Ja, ja, ja. Hier ist, da sind die Nägel, ich hab die in die Kiste reingepackt. Oh geil, da mach ich noch eine zweite Kiste. Nägel, sehr übersichtlich hier alles. Ah, da. Okay, und dann? Ich mach die wieder beschreibbar, ne? So. Dum 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 dum. Schnum di dup di dup di du du. Was machst du denn da Schönes? Ich hab meinen Sack da hingelegt. ich musste ihn jetzt von dir weg. Ich hätte mich gerne zu dir näher gelegt, aber es ging leider nicht, weil dann würde es asymmetrisch aussehen. Ja, das ist schon okay. Wir können in die Mitte noch eine schöne Lampe machen oder so, wenn wir mal jemals eine bauen können. Das wird nie passieren. So wie wir aktuell hausen. Ja, naja. Bisschen wie die Assis. Ja, aber das kommt noch. Das hat damals auch lange gedauert. Was ist das denn? Warte kurz. Boah, der Tobi stinkt immer. Alter. Ja, besser ist er. Geht das auch noch nach oben irgendwie über die Stirn? Am liebsten ja, damit ich nicht so viel Ausschlag von dir kriege. Kannst du mal die Kiste, kannst du mal reingeben, Irisch? Achso, ja, warte, ganz kurz. Wie hieß denn das andere nochmal? Truhe, ne? Truhe. Nein, die Kiste frei. Ja, jetzt gib mir noch mal eine Sekunde. So, immer noch eine schöne Truhe hier. Kannst du? So, oh, das ist aber schön. Ah, so, okay. Erik, das ist, Tobi, ich kann cool. Das. Ich kann das, Tobi. Vertrau mir einfach. Wie hast du das hingekriegt, hä? Ich kann das. Da kann man die Sachen so drehen, ich hä? Ich kann das einfach. Ich wollte eigentlich eher Essenskram reinpacken. Ich mach das jetzt auch einfach. Warte mal, Mais habe ich ja noch ein bisschen da. Kann ich aus... Warte mal, kann ich Mais-Samen wieder machen? Okay, was ja, brauchst du aber 80 Nitrat für? Entschuldigung. Vom Landleben. Ich brauche ein Rezept für Mais-Samen. Ich bin zu dumm, um Mais vom Kolben zu nehmen. Wie haben wir bis jetzt existiert? Erik, das erkläre ich dir schon seit Hunderten von Folgen, aber du glaubst mir ja nie. Man braucht ein Rezept für alles. Hä? Ja. Wir haben nicht mal Grundwissen. Wer bin ich? Ja. Heilige Scheiße. Wer bin ich und was macht die Schlange in meiner Hose? Oh Gott. Ja, gut. Ich mache da trotzdem so Essenssachen rein, ne? Ja, ich kann mal gucken, ich hab auch zwei, drei. Was denn? Oh, warte, ich wollte noch was anderes machen. Ich nehme mal ganz kurz nochmal schnell hier. Das nehmen wir raus. Was denn? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? CNT? Ja, komm, ich mach das. Achso. Warte. Ich mache hier drüben auch nochmal schnell. So. NPC? Warte. Kann man langsam gehen? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Sieht aus wie von Rainbow Six damals, von dem einen Rainbow Six Game. Ich bin Skyrim NPC. Hey, du backst ja gar nicht um.
Es geht nicht. Und ich muss immer zu dir gucken, wenn ich gehe. Das ist strange gewesen, ne? Super weird. Ach, schön. So, okay. Ich mache uns gerade ein bisschen roten Tee. Hast du noch Wasser? Nee. Tja, dann ist natürlich Pech. Doch, vier. Ich habe vier Wasser noch. Wasser, kannst du mal ganz kurz, gib mir mal ganz kurz dein Wasser. Hä? Geht das nicht raus aus dem Inventar, hallo? Dankeschön. Vier gekochtes Wasser. Hat 20 Wasser und 15% Ausdauerwiederherstellung. Roter Tee hat 24 Wasser, 15% Ausdauerwiederherstellung und 15% effektive Verdauung. Was heißt das denn? Ja, kann man hier kacken? Ich bin nicht sicher. Oh, okay, ich... okay, na gut. Was macht Goldrute? Goldrutentee? Ach, kann man ja nicht sehen. Okay, warte mal, dann Wasser hier, schnell. Schön. Oder soll ich hier roten Tee machen? Was war? Heilt der? Nee, ne? Nee, irgendwie nicht. Der macht ein bisschen mehr Sitt, satt, was auch immer. Nö. Aber irgendwie habe ich gedacht, das wäre mehr. Probier mal kurz, ich brech mal eben ab. Und dann mache ich mal eben, ich probiere mal Goldrutentee. Mal gucken, was der macht. Mach mal, ich muss wieder hier reingehen. So. Ach, ich habe kein Rezept dafür, wa? Natürlich. Ach nee, warte mal, ich habe die Goldrutenpflanze, habe ich abgelegt. Oh, ja. Ist sie hier? Nee. Hier. Goldrute? Hatte ich das? Wo waren denn die Sachen? Ach, eine Essenskiste, ich bin einfach dumm. Erschieß mich. Hä, warum? Ich hab schon wieder tierischen Hunger und ich bin krank und ich, Das Gejaule kann ja keiner ertragen. Ich wollte noch anfangen, du willst ja nicht mit mir zum Arzt fahren und mir nichts zu essen geben, aber gut. Boah, gut, zum Glück habe ich abgedrückt. So, moin Tobi, geht's dir besser? Hallo, ja, mir geht's wieder richtig gut heute. Prima, wieso warst du denn krank? Von was? Ich weiß, irgendwie habe ich durch den Hunger scheinbar, weiß ich, ob ich Dünnschiss gekriegt habe, ob sich mein Darm aufgelöst hat, ich habe keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich hätte ja noch zwei Eier geben können, aber ist, glaube ich, auch egal. Ja, ach, ganz ehrlich, so bin ich halt komplett voll wieder von allem, ne? Ja, das stimmt. Ich meine, klar, ist nicht, das sollte man vielleicht so nicht machen, aber wenn es das Spiel eigentlich bestraft, also... Ist eine gute Exit-Strategie. Ich meine, ganz ehrlich, das... Ne? Finde ich halt auch. So. Da mache ich mich hier gar nicht rum, ne? Nö, würde ich auch nicht machen. So, die Samen kommen hier drunter. Und wie sieht's hier aus? Zwei Goldruten-Tee. Dann mal hier ausschalten. Und was macht der Tee? Durchfall heilen. Oh. Wir haben was für die Durchfallheilung, Tobi. Cool. Ein Teechen kann man nichts falsch machen mit, ne? Aber hier sind noch zwei trübe Wasser drin, hä? Du sortierst nicht gerne, ne? Wieso? Nee, weiß ich. Ich benutze wende immer den Knopf oben drauf. Okay, weil die trüben Wasser können wir natürlich hier nochmal schnell aufbrühen. Und dann das trübe Wasser, das hatte ich doch hier unten. Ach nee, das war in der anderen Kiste. Welche Kiste habe ich denn gerade unten? Da habe ich doch unten die ganzen Getränke hin. Ja, die habe ich gerade rausgenommen. Ah, okay. Ah, das war in dieser Kiste hier, glaube ich. Achso, die muss ich ja behalten. Oh, drei Kaffee. Oh, geil. Ich will unbedingt wieder Kaffee lernen. Das Problem ist aber, um jetzt Kaffee anzubauen... Es ist halt zum Kotzen, ne? Ja, das ist schwierig. Wir müssen die ganze Map abgrasen, um irgendwie fünf Felder zusammenzukriegen, glaube ich. Ja. Das ist schwierig. Felder sind das neue Titan, Tobi. Fantastisch. Toll. Ich freue mich. Naja, wir mümpeln mal nicht rum, ne? Es wird bestimmt toll. Nein, es wird ganz einfach. Wir werden irgendwann da sitzen und sagen, wohin mit den ganzen Feldern? So wird es sein, Tobi, so wird es sein. Ach, ein Traum. So, Wasser ist sauber, prima. Ich sammle auch die leeren Gläser, dann können wir die nämlich immer wieder auffüllen. So, kurz einen Tee reinschütten.
Oh. 4,5 Minuten gute Darmflora. Oh. Kam gerade aus meinem Darm. Oh, hä? Au! Hab ich dich getroffen? Was ist mit dir? Ich stehe 5 Meter von dir weg. Ist das dein Scheiß Ernst? Ich wollte die Animation mal testen. Ich stehe extra 5 Meter von dir weg. Was hilfst du mich? Ich stehe 5 Meter. Ich trau mich nicht jetzt nochmal zu probieren. Ach, komm. Jetzt auch egal. Aha. Nee. Guck mal, jetzt geht's nicht mehr. Meter, ne? Aber jetzt ging's nicht mehr. Ja, weiß ich auch nicht. Ich sage, wenn ich hinter einem Zombie stehe, voll weit weg und du haust da gerade drauf, triffst du mich halt. Das ist halt irgendwie ein bisschen, keine Ahnung. Vielleicht Serververzögerung? Achso, Tobi, hier. Könnte sein. Da. Okay. Aber wir müssen halt dringend was mit der Nahrung machen. Es ist 15 Uhr und die Folge ist vorbei. Ja. Das ist richtig. Ja. Absolut korrekt. Ja, ja. Und wir müssen das nächste Mal, bei der nächsten Aufnahmesession, wir müssen dringend irgendwie das Nahrungsproblem lösen, aber da die Felder nicht mehr gehen. Da waren wir letztes Mal halt sehr verwöhnt, ne? Ja, ja, aber das mit den Feldern ist halt einfach auch realistischer. Das ist das Erste, was man macht. Man baut dann Nahrung an. Natürlich, ja. Natürlich kümmert sich man erstmal um Nahrung und Trinken, dass man den Survival-Aspekt hat und dann gegen Verteidigung. Weil die Zombies sind mir auch. Wobei es mir auch ehrlich gesagt scheißegal ist, ob ich jetzt einen Maiskolben fresse, der in einem Nitratfeld in Holz eingelassen geerntet wurde, oder ob ich den hier einfach so ins Gras, weißt ja, du, ja, ist mir das scheißegal. Ja. Ich meine, das Upgrade so mit dem Holzkasten wäre das ja easy, kann man ja schon später machen, aber jetzt am Anfang, dass man hier nicht einfach was einpflanzen kann, finde ich irgendwie. Ja, dass man sich erstmal nur von Eiern ernährt, das ist, weiß ich nicht. Oder wir übersehen irgendwas Grundlegendes, dass ne, eine andere Nahrungsquelle sie erschlossen hat. Wie zum Beispiel der Fleischzeppelin, der einmal die Woche rumkommt. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt er ja kurz vom Blutmond auch mal gucken. So, warte. Ich mach ihn nochmal schnell. Ja, ich mag die Steine, aber sie aus wie eine Borg. Ne, finde ich auch. Geil. Die unteren Dinger reichen ja, oben kann ich Holz lassen. Sieht auch. Ist ja auch schnuckelig. Hübsche. Sehr hübsche. Mit einem Fenster, wo man durchschießen kann. Oh, das hatten wir ja auch immer, ne? So Schießscharten hatten wir immer, ja. Ja, geil. Ja, okay, voll dann würde ich sagen, nächste Folge und nächste Aufnahme, ja, Nahrungsmittel gucken. Wir lassen uns noch was einfallen, Tobi. Wir lassen uns noch irgendwas einfallen. Ich weiß nicht. Wir essen einfach Erde. Ja. Holz. Ja, oder ein bisschen Baumrinde oder Maden oder Wurzeln, Gesträuch oder sowas. Ja, das passt, glaube ich. Oder einfach die Zombies. Ich meine, da gibt's genug von. Ja, oder Gammelfleisch einmal nochmal auf den Grill werfen, bis es gut durch ist. Ja, machen die bei Aldi ja auch so. Oh, da riecht es. Bis zur nächsten Folge. Da riecht eine Klage. Nein, natürlich nicht. Alles gut. So, dann ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss. Tschüss.